Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal von Um die Welt. Und ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ich bin wieder unterwegs. Wir sind diesmal in der Türkei unterwegs. Wir sind in Gündüktu unterwegs. Wir haben hier All-Inclusive Urlaub, ein bisschen entspannen, ein bisschen essen, ein bisschen chillen. Waren ja jetzt lange nicht mehr da. Durch Corona konnten wir halt alles nicht. Und ja, wir sind jetzt eine Woche hier. Wir sind jetzt mal ein bisschen am Strand unterwegs. Oh ja, ich zeige euch ein bisschen, was wir hier so treiben werden. Hauptsächlich essen und trinken. Und ja, werde mich köstlich hier amüsieren. Also, schauen wir mal. So Freunde, jetzt will ich euch mal kurz unser Zimmer zeigen. Wir hatten vorher ein anderes Zimmer, ein Familienzimmer gehabt. Mit Gartenblick. Das zeige ich euch gleich mal von hier oben. Das ist da auch von oben, den sogenannten Garten. Und ja, wie gesagt, hier ist unser Klo, Dusche drin. Hier ist es. Erste Schlafzimmer drinne, dann hier das zweite Schlafzimmer drinne und den Balkon. So, das ist jetzt unser Balkon. Haben wir den Ausblick über den Pool. Haben wir zwei Pools, wie ihr seht. Einen mit Rutschen, dann auch einen da hinten. Beide sind mit Poolbars. Der eine Pool ist offen, die andere ist zu. Und ja, haben wir einen schönen Ausblick hinten auf die Berge jetzt raus. Und dann und hier haben wir noch so einen kleinen Einblick aus Meer. Und ich zeige euch jetzt mal die Zimmer, die wir vorhin haben. Die waren da unten. Da, genau. Und das, da sollte der Gartenblick sein, wie es hieß. Ja Freunde, jetzt sind wir wieder hier auf meinem Balkon. Ja, ich weiß, der Anfang war ein bisschen durcheinander. Das eine war das Abendessen von gestern Abend und das eben mit den, ich glaube, Köftespieße waren das und Fladenbrot, was sie da gemacht hat, war heute Mittag. Und ja, so wird es eigentlich als laufen jetzt hier. Also ich werde euch das Essen zeigen. Ich werde natürlich euch die Anlage dann auch noch mal so ein bisschen zeigen hier. Gehen noch mal ein bisschen am Strand lang. Morgen wollen wir noch mal ein bisschen hier in der Stadt am Abend noch mal lang marschieren und uns mal ein bisschen umgucken. Und ja, jetzt geht's gleich zum Abendbrot. Mal gucken, was wir bisher haben. Also sind wir mal gespannt. Ja, ich gehe dann nochmal heute Abend nochmal los in die City. Wollen jetzt mal erstmal ein bisschen am Strand ein bisschen chillen, ein bisschen was essen jetzt. Und ja, gucken wir mal. Einfach mal ein bisschen entspannen jetzt wieder. Schön klar, gerade dieses Wasser ist es so faszinierend, so unglaublich schön. Schade, dass hier so große Fische oder auch mal da so kleinere Fische sind da unten drin. Ah, so vielleicht auch mal Schildkröte, das wäre auch mal cool gewesen. Das war hier so eine Schildkröte lang schon, das hatten wir schon mal gehabt. Die war zwar tot, der war der Kopf abgefressen, aber wäre trotzdem mal cool, so eine Schildkröte mal hier irgendwo zu finden. Wäre schon fett. Gucken wir uns noch mal ein bisschen am Strand jetzt so um und ja, entspannen wir noch ein bisschen. So Freunde, ja, jetzt bin ich nochmal abends unterwegs und wollen mal gucken. Mich haben letztens, wo wir hier unterwegs waren, zwei Dinge angelacht. Da will ich mal gucken, ob ich
die bekomme. Also gucken wir mal, schauen wir uns auch mal abends und leuchtet sich das natürlich auch schon mal ein bisschen anders da aus. Also gucken wir uns mal ein bisschen um hier, meine Freunde. So Freunde, jetzt bin ich wieder da von meiner Tour, bin fündig geworden, habe mir einmal das japanische Trikot mit Captain Tsubasa drauf, mit dem ganzen Anime-Zeug jetzt drauf, was das ganze japanische Zeug drauf ist, das kriegst du ja bei uns gar nicht mehr, beziehungsweise wenn es kriegst, ist es schweineteuer, das kannst du dir halt nicht bezahlen, dann habe ich mir halt das gefakte geholt, ich weiß, ich wollte mir eigentlich keins verkaufen, aber da, bevor ich das gesehen habe, da musste ich es einfach kaufen, da habe ich mich einfach verliebt drin. Und dann habe ich mir noch so ein Bucket Hat von Michael Jordan mit dem Michael Jordan Logo drauf gekauft. Holt, wir haben ein bisschen gehandelt, habe beides um 3-4 Euro runterhandeln können. Und gut, jetzt bringe ich alles hoch und ich sag mal so, wir sehen uns morgen erst wieder zum, wenn ich euch, zeige ich euch die Außenanlage und jetzt gehen wir erstmal Abendbrot essen. Also wir sehen uns danach dann draußen. Am Pool. Dann haben sie hier auf der Ecke noch ein Game Land, wo du halt verschiedene Flipper kannst du spielen, kannst Hockey spielen oder verschiedene Videospiele da. Dann haben sie dann eine PlayStation 5 da stehen. Dann ist hier der zweite Pool mit dem Rutschen. Zeige ich euch gleich mal von vorne. Sieht ein bisschen besser. Und dann haben sie hier noch eine Theateranlage, wo sie dann im Sommer wahrscheinlich so Theater aufführen, ein paar Shows aufführen. Kinderpool haben sie hier für die ganz kleinen Kinder. Da haben sie auch noch eine zweite Bar, die zeige ich euch gleich noch ein bisschen von näher an. Also gehen wir mal davon aus. Ja, Freunde, hier in der zweiten Anlage konntest du auch noch ein bisschen Wasserball spielen, wenn es dann die Temperatur zulässt. Das war jetzt was ich zeigen wollte. Und ja, dann würde ich mal sagen, werdet ihr jetzt nur noch was vom Essen sehen und vom Strand. Meine Hackfresse seht ihr am Ende des Videos, wenn wir in Leipzig am Flughafen sind. Also viel Spaß noch beim Rest des Videos. Also meine Freunde, wie ihr seht, ich bin jetzt wieder zu Hause angekommen. Ich habe eigentlich gesagt, ich wollte das Video am Flughafen zu Ende bringen, aber habe zwar ein Dings gemacht, Abschluss, aber der hat mir ja doch nicht so gefallen. Da habe ich mir doch gedacht, dann machst du hier nochmal einen neuen. Und ja, das war jetzt unser Türkei-Urlaub. War ganz entspannt, hauptsächlich Sonne genießen, essen, trinken, bisschen planschen am Meer. Bisschen Spaß haben und so. Und ja, es war am letzten Abend, da habt ihr ja gesehen, war ja bombastisch, was die da aufgefahren war. War ja auch Zuckerfest hatten die. Und das ist jetzt das ganze Wochenende. Und das war jetzt gestern der Auftakt. War schon aber geil mit der Eisbombe zum Schluss und allem drum und dran. Ich bin ja nicht so der süße Typ, aber das war allerfeinste, was sie da aufgetischt haben. Auch die Vorspeisen waren genial. Und auch Hauptspeisen, das war alles den Abend richtig von vorne bis hinten hammer geil gemacht.
Schade, dass ich nicht noch mehr essen konnte. Ich hätte echt noch mehr essen können, aber gut. Mehr kannst du nicht essen, aber gut. Also wie gesagt, es war ein echt schöner Urlaub. Und ja, das war's jetzt mit dem Video. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe noch eins in auf Lager, das habe ich noch nicht fertig gekriegt zu schneiden. Das geht dann über den Tierpark Saarburg. Da waren wir Ostern. Waren wir an einem Sonntag da. Das kommt dann nach dem Video hier. Und dann schauen wir mal weiter. Und wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ciao, euer Dominik.